Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Sky Factory 4 hier. Ja, ich doof. Ich doof, ja, ich echt doof. Es hat nicht ganz geklappt mit dem Verzaubern. Egal, wir haben jetzt eine Menge Bücher. Ich habe weniger Level, muss ich mir weniger Sorgen machen, dass ich verliere. Ja, ihr seht, ich habe mehr Federn als 38. Ich habe aber keine Hühner getötet. Nein, ich doof. Passt auf. Da, guck mal. Da, hier, Seeds. Und ja, bam. Jetzt haben wir genug Federn, definitiv. Seeds sind eh Abfallprodukt ab einem gewissen Zeitpunkt. Da müssen wir uns auch keinen Stress mehr machen. So, dann werden wir mal die jetzt bauen, die Fan. Och, jetzt habe ich es rausgemacht. Ja, ich habe nochmal geguckt gehabt. Fan. Was habe ich gesagt? 8 Stück brauchen wir. 8 Stück. Wir brauchen die. 8 haben wir schon von den Redstone. Ne, haben wir nicht. So, der ist auch schon. Ist ja schon wieder leer. Ne, der ist. Ach ne, den habe ich genau. Dem habe ich gesagt, der soll nicht. Mal 4 Stück, die sollten dann nicht, glaube ich, reichen, wenn wir die alle aufbrauchen. Ja, da sehen wir noch. Und dann brauche ich die raus. 8 Stück von denen, dann brauchen wir von denen. Eigentlich nehme ich hier ungern Stein raus. Habe ich noch welche? Nein, habe ich nicht. Eigentlich nehme ich hier ungern Stein raus. Wie viel brauchen wir denn wirklich? Wir brauchen auch 8. Das heißt, doch. Machen wir mal ein paar. So, die sollten reichen. Besser zu viel als zu wenig. Die werden bestimmt nochmal brauen. So, dann gucken wir mal. Kriegen wir 8 Stück raus. Ah, oh, perfekt gepasst. Sehr schön. Ach. So, dann packen wir den Rest hier weg. Die können wir bestimmt schon irgendwann wo einsetzen. Ich glaube, die kann ich schon drüben vielleicht beim Bauen schon mal benutzen. Das wäre keine schlechte Idee, weil ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich den Keller anfangen möchte zu bauen, wo die Maschinerie reinkommen soll. Da muss ich noch mal gucken, wie ich das mache, weil man sieht ja, es ist schon richtig hoch. So, die kommen weg. Wir haben auch gar nicht so viele Federn gebraucht. So, dann will ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, braucht der? Die brauchen Energie. Ich glaube aber, das war mit Redstone dürfte reichen, ne? Ja, dann müssen wir jetzt einmal rundrum. Na, da hole ich nochmal Zaun mit, um mich kann mal runterzufallen. Wie viel Zaun haben wir? Ja, der wird reichen, definitiv. Lasse ich die jetzt erstmal hier. Ich lasse das erstmal hier mit den Federn zusammen. Ja, auch die Dia-Spitzhacke packe ich mal raus. Das packen wir raus, das packen wir raus. Die Bücher auch. Der Rest ist ja, ersetzbar. Sag ich ganz ehrlich, auch die Eisensachen. Ja gut, das Schwert können wir auch mal rauspacken. Aber ehrlich gesagt ist das unwichtig, weil wir haben ja unser Rifle, unseren Phaser. Da sollte das kein Thema sein. So, jetzt gehen wir einmal rundherum. Da muss ich aber tiefer gehen. Da muss ich jetzt. Das Problem ist jetzt, was ich gerade sehe, das ist. Nee. Doch, ich muss jetzt hier hin. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Problem. Das muss weg. Dann müssen wir hier mal höher machen. Komm her. Das baue ich gleich von unten weg. Dann muss ich halt ja, von hier aus so reingehen. Mache ich hier, ja gut, das geht so, ist egal, ist eh, glaube ich, ich weiß gar nicht, lasse ich das temporär oder mache ich das komplett neu? Mache ich da eine Tür vor? Ich weiß nicht, da muss ich mal gucken. So, machen wir erstmal einen hier weg, damit wir hier schneller bauen können. Sehr schön. Ju, einmal, zweimal, dann hier, ja gut, dann machen wir den weg, den weg, den auch weg. So, dann können wir nämlich hier uns dann absichern. So. So, und hier mal vorsichtshalber schon mal Fackeln hin, weil ich werde das Ding jetzt doch hier lassen. Wie gesagt, ich mache da jetzt auch eine Tür dann rein. Weil ich habe das Gefühl, dass es nicht verkehrt sein kann, dass wir da noch mal rein gehen können. Wenn wir gleich mal hier Fackeln setzen, komplett rumrum. Wenn ich einmal die Umrandung gezogen habe, ich habe echt keinen Bock hier runterzufallen. Haben zwar nur noch 27 Leveln, aber man muss es ja nicht riskieren. So.
So, da la. Einmal. Oh, jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie spät es ist. Ich habe das Gefühl, es wird gerade wieder dunkel. Könnte das möglich sein? Ja, es wird langsam wieder dunkel. Ey, das ist so Wahnsinn, wie schnell das manchmal in Minecraft passiert. Da haben wir echt jetzt da unten so viel Zeit verbracht wieder. Ja. Aber ich gehe einmal rum und dann gehe ich schnell runter. Ja, wir müssen Richtung. Müssen langsam Richtung da unten, weil ich habe keinen Bock, dass hier jetzt gleich Mobs spawnen. Das muss nicht sein. Machen noch hier einmal hier. So, auf der anderen Seite können wir auch noch. Dann müssten wir genug Zeit haben, um runtergehen zu können und zum Bett zu dackeln. Das sieht schon krass aus, wie groß die Insel schon ist. Das ist ja, da wird aber noch einiges an Arbeit an uns liegen. Wie gesagt, ich werde die noch verschönern. Da werde ich noch die Holzplattform unten drunter werde ich noch mal vergrößern. Und dann werde ich gucken, dass ich die von unten noch mal ein bisschen schöner mache. Und sobald die Möglichkeit besteht, werde ich die Holzplattform... fällt mir gerade ein, das ist ja dann gar nicht so gut, wenn ich die abfackel, weil dann könnt ihr alles unten abfackeln. Ja, müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Notfalls gibt es ja bestimmt eine andere Möglichkeit. Was gibt es, ein Jetpack oder einen Hook? Also ein... ein Climbing Hook? Müssen wir mal gucken. Oh ne, oder? Ich habe ein Skelett gehört. Ach scheiße, geh runter. Danke, tschüss. Es kann doch nicht sein, dass in der Zeit hier ein Skelett... Ah ja, stimmt ja, hier ist ja dunkel drunter. Da eine Fackel, da eine Fackel, dann ist Ruhe. So, sicher ist sicher. Das ist Wahnsinn, wie schnell der... Okay, das ist natürlich jetzt, dann machen wir die nächsten. Da werden wir noch einiges brauchen, glaube ich, an Holz. Habe ich das Gefühl. Mal schnell was futtern. Das hat mir nämlich jetzt doch etwas an Leben gekostet. So, dele, yep. Ich muss ehrlich sagen, ich bin echt stolz darauf, dass ich noch nicht runtergeflogen bin. Irgendwann wird es kommen, das weiß ich. Irgendwann wird es passieren. Irgendwann werde ich sterben. Also bis jetzt bin ich noch nicht gestorben. Auch im Never, wie ich war, bin ich zum Glück nicht gestorben. Ich würde jetzt dreimal auf Holz klopfen. Ah, 1, 2, 3. Das ist nicht doch noch passiert. Ich habe zumindest einen kleinen Weg gebaut. Der da unten ist fleißig am Brutzeln. Da wird schön Eisen produziert, aber ich muss mal unbedingt gucken, dass ich mal demnächst noch was anderes mache. Lapis oder so. So, dann hauen wir jetzt erstmal hier die rum. So, ich will es nicht zu laut beschreien, aber wir haben noch die halbe Strecke vor uns. So, da, da. Dann können wir gleich hier dicht machen. Ne, da ist auch noch eine halbe Strecke. Ja, ich bremse lieber früher ab als zu spät. Ich glaube, es sind, reicht das wirklich nicht, oder wie? Ich habe das Gefühl, die werden nicht reichen. Tatsache, reicht echt nicht. Ja, dann machen wir noch ein paar. Die werden nicht reichen, die Sticks. Wir machen aber nicht zu viele Sticks. Das sollte mit denen reichen. Man muss es nicht übertreiben. So, ja, das sollte reichen. 15 Stück definitiv. Wenn das nicht reicht, mache ich mir Gedanken. Es reicht echt noch nicht. Okay, dann müssen wir nochmal zwei machen. 1, 2, 4. Dahin und bam. So, dann machen wir den hier hin. So, jetzt sollte es aber reichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wie die Faust aufs Auge. Sehr schön. Dann machen wir hier überall noch Fackeln hin, dass hier oben nichts spawnen kann. Ich werde das trotzdem ein bisschen gleichmäßig machen. Ich bin mal gespannt, wenn ich das mal abreiße, wie lange das brennen wird, der ganze Turm. Und vor allem, wie viel davon richtig abbrennen wird. Dann machen wir die Fackeln.
nehmen wir ab. Dann machen wir nämlich die hier gegenüber, dass wir das alles ein bisschen gleichmäßig haben. So, dann machen wir da, dann machen wir hier und dann machen wir hier. Ja, reicht doch. Zwei Abstand mal. Sehr schön. Nein, hier stimmt was nicht. Hier stimmt was nicht. Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Was stimmt hier nicht? Ach! Quatsch. Kann ja gar nicht. Kann ja gar nicht. Der letzte wird so sein. So, kann ja gar nicht. Wir sind ja, es ist ja eine gerade Zahl, keine ungerade Zahl. Da müssten wir 3x3 machen, aber das würde wegen dem Redstone, ja, wegen den Spikes unten nicht funktionieren, weil ja die mit Redstone bepowert werden müssen, damit die da rauskommen. Ich bin ja mal gespannt, was mir jetzt bei Redstone gerade einfällt, weil ich habe gerade, habe wahrscheinlich mitgekriegt, 1.17 kommt das neue Update, das werden ja die Höhen angepasst. Bis jetzt ist noch nicht ganz klar, was mit den alten Welten passiert. Ich sag ganz ehrlich, wenn das so weit kommt, dass man die alten Welten dann in der neuen Version ab 1.17 nicht mehr spielen kann, nein, da werde ich nicht mit einer Minecraft aufhören. Also da werde ich nicht mit Minecraft aufhören. Keine Sorge, das mache ich nicht. Nein, ich werde hergehen und werde warten, bis die Mod-Versionen so hoch sind, dass ich meine Welten da drauf spielen kann. Und dann werde ich die neuen Minecraft-Versionen maximal nur noch so spielen, um sie mir anzugucken. Aber meine Welten werde ich dann nur noch auf der Mod-Version dann bauen, weil ich sehe es nicht ein. Dann scheiße ich auf die Bauhöhe. Ich sehe es nicht ein, dass meine ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, das sind schon ein paar Stunden Arbeit, dann wechseln. Und ich denke mal, da bin ich nicht der Einzige. Da werden einige ziemlich sauer sein. Deswegen, ach, was mache ich denn hier? Ach, die habe ich hier unten. Stimmt ja. Ich muss die holen. Das ist, da muss ich ehrlich sagen, Minecraft, wenn ihr das nicht gebacken kriegt. Ich bin immer noch da. Ich verstehe immer noch nicht, dass Minecraft nicht von sich aus einen... Wir nehmen mal Redstone mit. Haben wir noch die Schalter? Ja. Wir nehmen mal einen Block Redstone mit, der sollte reichen. Dann können wir Fackeln bauen. Quatsch, was ist denn hier? Ich bin immer noch der Meinung, dass Minecraft es einfach echt nicht gebacken kriegt, mal einen Editor für ihr Spiel rauszubringen. Das verstehe ich bis heute nicht. Das wäre so einfach, das mal rauszubringen. Dann könnten die Leute auf ihre Welten wirklich, dass man Strukturen exportieren könnte. Warum? Warum funktioniert das nicht? Gut, man muss die Leute, man muss es eh nicht verstehen. Ich hoffe, dass ich es jetzt gleich richtig rum habe. Ja, ist richtig rum. So, dann gehen wir mal hoch. Ich muss jetzt natürlich aufpassen, dass ich nicht hier reinfalle. Deswegen werde ich jetzt hier mal... Wir haben so viel Holz, da müssen wir uns keinen Stress drum machen. Das ist so ein Witz. Also das bisschen Holz da... Scheibenkleister. Jetzt haben wir hier ein Problem. Ja. Okay, das heißt, den muss ich versetzen. Ja gut, ich probiere es mal aus, ob das jetzt mit dem Redstone hier funktioniert. So, ist der jetzt an? Ach, da ist er jetzt. Oh, ich muss so oder so versetzen. Okay. Ich muss so oder so versetzen, sehe ich gerade. Weil sonst komme ich hier nicht mehr hoch. Das ist geil. Ja, komm, gib her. Hallo, danke. So, den dahin. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Gut, dass wir noch so viele Leitern haben. Hallo, Leiter, danke. Dann machen wir hier mal, so, funktioniert der jetzt? Wie weit? Okay, wir werden, nee, das ist zu wenig. Das ist zu wenig, nur bis hierhin. Das heißt, wir brauchen mindestens 2 Upgrades. Für jede Seite, mindestens. So, dann machen wir hier mal wieder zu. Aber es funktioniert schon mal mit Redstone, das ist schon mal das Wichtigste. So, bitte den abbauen, danke. Jo, das heißt, ich muss jetzt hier, scheiße, wie machen wir das denn? Muss ich jetzt echt von hier, das ist ärgerlich, das ist nervig. Ich könnte jetzt, warte mal, ich könnte jetzt hier hinmachen, mach dann hier einen hin, dann mache ich einmal hier und baue ich mich hoch und dann baue ich mich von der anderen Seite runter. Nein, du sollst Bären fressen, nicht das. Sollte mal die vielleicht mal rausnehmen, dass ich nur noch die Bären in der Hand habe. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee. Boah, das ist so ein Akt, hier die Monsterfalle umzubauen, ist ja auch wieder ein Witz. Boah, ich sehe schon wieder einen Trüffel. Woo!
yeah. So, dann bitte hier 1, 2, so. Und jetzt bitte einmal straight runter. Na, die nimmt sie nicht alle. Da werden einige jetzt noch unten liegen, die werde ich noch aufsammeln. Auch wie gesagt, wenn es nicht an dem Material liegt, aber ich habe keinen Bock, ständig neue zu craften. Wie sieht es denn eigentlich aus? Ich habe nur noch eine. Ja gut, das ist nicht so schlimm. Na, guck mal, wie viele da liegen. Das ist, nicht schlecht hier, was da alles liegt. So, dann gib mal her, die Dinger. Danke, dann werden wir uns jetzt mal hier hochbasteln. Gut, ich kann gedrückt halten, hier kann eh nichts gebaut werden auf der anderen Seite. Vielleicht sollte ich. Was mache ich? Ist ja auch Quatsch. Ist ja auch Quatsch, fällt mir gerade. Oh, Mist. Echt jetzt? Da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Badums. Ach Quatsch. Bitte abbauen. Danke. Da habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht, dass ich eigentlich nur Schalter brauche. Ja, dann holen wir Stein von unten. Dann werde ich lieber bauen. Das ist viel besser. Ich werde eh ein paar bauen müssen. Da holen wir mal ein Stack Steine. Ja, ich kann hier ruhig ein Stack Steine, Koppel rausnehmen. Das ist nicht so schlimm, weil die packe ich dann hier in den Lava-Eimer rein. Oh, der ist auch schon wieder hier. Und lass mich raten, hier ist schon wieder. Nee, warum macht der nicht weiter? Hä? Habe ich den nicht aktiviert? Ach, ich habe den gar nicht aktiviert, ich Idiot. Na gut, ich wollte ja, stimmt, ich wollte ja kontrolliert wieder machen, dass ich das nächste Material reinmachen kann. Sag jetzt nicht, es ist schon wieder dunkel, das glaubst du ja nicht. Komm, komm, komm. Ab ins Bett, komm, geh schneller unter, dass ich ins Bett gehen kann. Auf, ich will ins Bett gehen. Auf, geh schneller unter, dass ich weitermachen kann. Ich brauche jetzt nicht hochzurennen, deswegen. Dann kann ich gleich wieder runterrennen. Ich habe, wie gesagt, keinen Bock, dass da oben was spawnt und ich noch die Fresse kriege. Das muss nicht sein. So, okay, was habe ich gesagt? Wir brauchen zwei Upgrades, auf jeden Fall. Wie waren die denn? Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Eisen, Federn. Also das heißt, wir brauchen jetzt 16 Upgrades. Ich hoffe, das wird. Ja, Eisen sollte kein Problem sein. Dann nehmen wir 4 Stacks. Die sollten reichen, oder? Reichen 4 Stacks? Ah, ich glaube, die sollten reichen. Gucken wir mal. Wenn nicht, mache ich halt noch ein paar auf. Ich glaube, das wird nicht reichen. Na gut. So, wo waren die Federn? Die Federn hatten wir hier. Ich hoffe, die reichen wenigstens. So, dann bitte. Das sind nur 9. Okay. 9, das reicht nicht. Ich weiß gar nicht, wie weit sind die? Nein, das ist. Oh nee, ich Idiot! Ich Idiot! Oh, nein! Nein! Oh nee! Ich Trottel! Wie weiß? Mist! 1 plus, das heißt, wir brauchen definitiv 16 hiervon. Wir haben jetzt aber nicht genug Federn. Das ist blöd. Aber gut, wir können da Abhilfe schaffen. Wo ist Bone? Da war Bone, ne? Hier ist Bone. Haben wir hier wieder Bone? Ne, haben wir noch nicht. Ja, ein. Das sind 4, 5, 2, 4. So. Oh, ich bin doch ein Depp hier. Ich bin echt ein Depp. Aber wir können ja zum Glück Abhilfe schaffen. An Eisen mangelt es uns ja nicht. Und ja. Hat der jetzt echt. Ja, doch, er hat es gemacht. Gut. So, das sollte ja genug Bone Meal sein. Jetzt haue ich nochmal echt hier durch hier. Ohne Ende ist mir jetzt egal. Dann machen wir nochmal ein paar Stacks. Lieber zu viel als zu wenig, dass ich hier Federn kriege. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich gewesen. Oh, ja, Dummheit lässt grüßen. Wenn wir noch ein paar Stacks brauchen. Ich werde jetzt alle hier durchheizen. Die Bone Meal ist mir jetzt egal. Die neuen Stacks. Ich finde es halt schade, dass bei den anderen Modpacks, die ich drauf habe, dass der automatisch wechselt. Das macht er hier halt leider nicht. Dass der wirklich den nächsten Stacks nachzieht. Und ich habe jetzt keinen Nerv da nachzugucken. Ja. Das. Welcher Mod das ist.
Das sind teilweise bei manchen Modpacks, die ich drauf habe. Ich habe ja noch Forever Stranded drauf. Ich habe noch, was war das? Ich glaube Real Minecraft. Ach, ich habe so einige drauf mittlerweile geschmissen. Habe die mal alle ein bisschen angespielt. Forever Stranded habe ich schon eine Weile gespielt. Oh, wow, oh. Also da kann ich mich nicht rühmen, dass ich wenig gestorben bin. Nein, da bin ich verdammt oft gestorben. Aber gut. Wer da nicht stirbt, ist selber schuld, weil das ist zum einen ist es auf hart und zum anderen, man hat mit Hitze zu kämpfen, man hat damit zu kämpfen, dass man Durst hat, dann muss man, ja, man kann nicht ständig das Gleiche essen, weil ab einer bestimmten Menge nimmt er das nicht mehr zu sich. Also das heißt hier, wenn ich die Berries jetzt hier nur futtern würde, würde das nicht funktionieren. Nach einer bestimmten Menge sagt er dann, nö, dann gibt es weniger halt Futter in den Magen. In die Leiste, also muss ich verschiedene Essen mir zubereiten und ausgewogen ernähren, wie man es ja eigentlich in Realität machen sollte. Fällt mir ein, ich könnte ja gleich noch was essen. Ich habe noch gar nichts gegessen, richtiges. Bis auf ein bisschen Frühstück. Aber das war auch nicht wirklich was. Ja, ich muss mal. Naja, das gut, das kann auch warten. Magen wird schon sagen, wann, dass ich noch Hunger habe. So, okay, dann holen wir uns jetzt neue Federn. Wenn wir die hier erstmal weggeschmissen, ja, das sollte ja wohl reichen. Das verstehe ich auch nicht. Das ist nur im Modpack so, dass der hier manchmal so am Spinne ist. Deswegen, so, bitte Federn. Ja, wissen wir, nie zieht's. So, die sollten ja hoffentlich jetzt reichen. Dann holen wir uns jetzt nochmal Eisen raus. Ja gut, die Dinger können wir später sowieso nochmal benutzen. So, dann nehmen wir jetzt die 8 Blöcke raus. Hier haben wir genug Eisen. Hier hauen wir nochmal, wie viele Blöcke haben wir noch hier drin? 2 Blöcke, die können wir raushauen. So, jetzt aber. Ach nee, wir brauchen noch Redstone. Das heißt, wir brauchen hier 1, 2. Reichen 2? Ja, reichen 2. Sehr schön. Bitte einmal hier. Dann werde ich aber hier 2 rausnehmen, damit wir auch wirklich nur 16 Stück produzieren. So, jetzt aber. Ja, 16. Gut, wir haben sie. Sehr schön. So, dann hauen wir die. Boah, Monsterfalle. Noch ist es nicht so weit. Noch ist es nicht so weit. Das werden wir jetzt noch in dieser Folge hier gebacken kriegen. Oh, ich habe die Federn. Ah, egal. Wir können es drin lassen. Ist nicht so schlimm. Ich muss nur den Fan jetzt ausschalten, den Ventilator, dass ich dann nicht runtergepustet werde. Und dann müssen wir, bevor wir hier das Dach zumachen. So, jetzt gehen wir noch hier rein. Dann werden wir das mal. Hey, hallo? Achso, ich habe hier noch gar keine Tür wieder reingemacht. Die machen wir jetzt hier hin. Ach, warte mal, halt, halt, halt. Hallo? Danke. Hallo? Danke. So, einmal durchbuddeln. So, jetzt klappt's. So, das hätte ich auch von außen machen können, ich Idiot. Eins. Warte mal, wie ging das nochmal? Ah, oh. Ja. Oh, das ist aber neu. Das kenne ich noch gar nicht. Okay, das reicht nicht. Okay, das ist aber neu. Das reicht echt nicht. Ich muss noch mehr machen. Willst du mich veräppeln? Ja, gut, das reicht. Das heißt, wir brauchen 3 pro Dinge. 3. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Jetzt, dann reichen die nicht. 1, 2, 3. So, ja. Ja, wir brauchen 3. Aber das ist cool. Das kenne ich noch gar nicht, dass das geht. Dann haben wir nicht genug. Ich möchte aber hier einmal zubauen. Ich habe echt keinen Bock, hier runter zu fallen. Ach, stimmt, hier sind noch gar keine drin. Da machen wir die schnell fertig. Ja, da müssen wir wieder runter. Gut, dass wir so viele Federn geholt haben. So, dann werden wir den noch. Oh, das wird lustig. Das wird lustig. Ich darf nicht vergessen, die gleich hier rauszunehmen. Na gut, ist mir jetzt egal, ob. So, also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Brauchen wir jetzt echt noch welche? Geil. 1, 2, 3. Da müssen wir echt noch jetzt. Wie viel müssen wir? Hier müssen wir 2. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 8 Stück. Oh, ey, das kann es nicht mehr sein. Wie sieht es mit der Sonne aus? Ja, müssen wir schon wieder runterdackeln.
Dann könnte ich aber unten mal schon mal die Spikes machen, fällt mir auf. Wir brauchen noch. Ach, mache ich denn hier für einen Schwachsinn? Wir brauchen noch. Noch einmal. Ne, wir brauchen noch mal. Das reicht nicht. Dann machen wir schnell. Ja, die. Ach, was mache ich hier für einen Unsinn? Zwei. Dann brauchen wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hier und nein, wir brauchen 3. Wir brauchen 3. Wir brauchen nicht so viele, fällt mir jetzt gerade auf. So, wir müssen ja hier. So, hier kommt einer hin. Der ist. Oh, Scheibenkleister. Ich muss ja hier auch noch vergrößern. Oh. So, wie komme ich denn eigentlich an den? Oh nee, wie komme ich denn an den ran? Ach ja, genau. Genau. Sehr schön, hat geklappt. So, jetzt müssen wir eigentlich noch auf der anderen Seite machen. Okay, jetzt können wir aber auch gleich wieder ins Bett gehen. Das geht noch, das dürfen wir noch schaffen. Die machen wir noch. Ja, Futter haben wir noch. Wir brauchen jetzt noch. Ach Quatsch, brauchen wir ja gar nicht. Wir haben ja hier noch. Aber die reicht nicht. Ich brauche noch mindestens einen Stack jetzt. Hallo, Eisen. Oder? Nee, reicht das? Reicht ein Stack? Nee, ich habe noch nie im Leben einen Stack. Ja, ich nehme lieber mal zu viel als zu wenig. So, dann machen wir die schnell raus. So, dann hauen wir den schnell raus. Und dann werden wir das eine Redstone mal wegpacken, dass wir auch wirklich nur 8 produzieren. Damit machen wir nämlich eine Bremse rein. Sehr schön, dann haben wir die letzten 8. Ja, doch, mal mit Eisen jetzt. So, dann machen wir das hier rein. Dann hauen wir das, die Federn hier rein. Sehr schön. So, und dann können wir. Na, reicht das nochmal hochzugehen? Ja, wir können schon mal hier mit der Plattform mal nochmal schnell anfangen, hier zu bauen. So, können wir hier einmal. Wir machen den weg, wir machen das. So, dann werde ich aber nur hier hinten vergrößern. Hauen wir hier nochmal zwei hin. Bin ja schon froh, dass die Ventilatoren mit Redstone nur fun schon funktionieren. So, ja, ich weiß. Oh, es wird dunkel. Dann machen wir nochmal hier. Ach komm, da können wir hier nochmal hier komplett machen. Wir werden bestimmt nochmal welche brauchen, egal. Besser zu viel als zu wenig. Wie gesagt, notfalls ist es Holz, das können wir auch wieder verbrutzeln. So, gehen wir schon wieder schlafen, ey. Das kann doch wohl nicht sein. Hier. Ja, und dann sind wir eigentlich so ziemlich fertig mit der Monsterfalle. Da muss ich noch das Dach drauf putzeln und dann war es das hier. War das auf der Höhe? Ja, war auf der Höhe. Den nur hier nicht. Passt. Sehr schön. Dann machen wir oben die Ventilatoren noch fertig. Dann machen wir das Dach drauf. Hauen. Na gut, wenn ich die Ventilatoren fertig habe, dann muss ich nicht nur das Dach drauf hauen. Aber bin ich mal gespannt. Dann werden auch die Spinnen darunter gejagt. Das ist schon mal cool. Ich könnte rein theoretisch, könnte ich auch außenrum noch welche machen. Aber ehrlich gesagt, das finde ich jetzt doch etwas zu übertrieben. Es reicht, wenn die da unten sind. Die werden eh darunter fallen hier. Ist ja nur ein Block hoch, so. Zwei Blöcke hoch, meine ich. Das ist eigentlich, da könnte ich eigentlich hier. Ich bin eigentlich doof, wisst ihr das? So, 1, 2, 3. Dann machen wir den. Dann machen wir hier. Alter, können wir hier so machen. Und dann machen wir hier nochmal das. Und das. Dann könnte ich doch eigentlich hier den ganzen Schrott hier abbauen. Mach nur einen hoch. Natürlich, ja, das ist doch eine gute Idee. Dann machen wir das schnell noch hier. Und dann klatschen wir das Dach drauf. So, dann schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Da reicht ja ein hoch. Für die normale Wasserfalle braucht man ja normalerweise ja, zwei hoch, aber das sollte mit der hier auch so funktionieren, wenn ich mich nicht täusche. Oh, darf ich nachher dann nicht alles, wenn ich hier die ganzen Schrott hier abreiße, darf ich nicht vergessen, die Dinger rauszunehmen, weil das kostet doch ein bisschen Material. Holz, wie gesagt, haben wir auch ein Mast, da können wir uns mit tot werfen. Bin schon froh, wenn ich da endlich eine Fabrikation habe, um das ganze Holz rauszukriegen. Vor allem rausfiltern kann. Bin mal gespannt jetzt.
hauen wir gleich das Dach drauf. Ach nee, das ist ja auch Mist, sehe ich gerade. Dann kommen wir ja da wieder schlechter hoch. Alles wohl Quatsch. Weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ja gut, das werden wir gleich sehen. Ich hoffe, dass die Axt jetzt noch reicht. Ich habe keinen Bock, jetzt noch eine Holzachse machen zu müssen. Oder haben wir den Stein noch? Wir haben noch, doch, wir haben noch genug Stein dabei. Man kann ja zum Glück die Slabs wieder zu einem kompletten Block zusammencraften. Das habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Mir ist das vorhin wieder eingefallen. Beziehungsweise, doch vorhin, ich nehme ja am Stück wieder mal auf. So, machen wir das hier fertig. Dann machen wir das hier. Da bin ich mal gespannt, wie schnell das funktioniert. Dann mach dann jetzt hier gleich zu. Keine Tür rein, ich mach komplett zu. Scheiß der unten drauf. Der ist gleich fertig, der ist gleich echt durch. Gleich hört er auf. Achtung, 3, 2, 1. Da. Gut, dann machen wir hier schnell. Ja, machen wir hier schnell mal eine Steinaxt. 1, 2. Die sollte ja wohl für den Schluss reichen. Hoffentlich. Ah, halt. Nee. Das kannst du mal getrost. Ja, geht auf jeden Fall schneller als mit einer Holzaxt. So, da kommt der Gas. Das werden wir jetzt noch schnell fertig machen. Das geht ja relativ schnell. Folge mal wieder doch ein bisschen länger. Egal. So. Ich hoffe, dass dann hier Enderman drin spawnen, dass sie dann auch richtig runterfallen und dann auch, na gut. Ach nee, scheiße. Ich muss das Wasser wegmachen. Die Endermänner porten sich ja sonst weg. Mist, Elendiger. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich trottel. Ich kann aber was anderes machen. Oh, das muss ich gleich unbedingt noch schnell machen, bevor ich es vergesse. Das ist, da habe ich keine mehr dran gedacht. Ah, die porten sich ja dann weg. Ich müsste eigentlich, habe ich Spinneweben. Kann ich Spinnennetze machen? Das müsste doch eigentlich auch gehen. Das muss ich unbedingt gleich machen. Oh, gut, dass mir jetzt das gerade noch eingefallen ist. Das wäre jetzt ärgerlich gewesen. Ich werde jetzt auch gleich volle Blöcke da oben benutzen. Ich habe jetzt keinen Bock, damit halben Slabs zu arbeiten. Das machen wir jetzt schnell. Aber nee, ich muss erst runter. Ich muss erst runter das Wasser da wegmachen. Ich müsste eigentlich mal den hier weg. Ich gehe mal schnell runter, schalte die Spikes aus. Dann gucke ich nochmal schnell, ob Netze gehen. Dann werde ich mich an der einen Seite mal rausbuddeln, weil ich kann ja da ins Wasser springen. Das ist ja kein großes Thema. Oh, das ist so nervig mit dem Ton. Ich muss echt nochmal neu starten. So, einmal alle Spikes ausmachen, dass ich hier nicht sterbe, wenn ich hier runterspringe. Das wäre sehr nett. 1, 2, das ist der letzte gewesen. So, wie sieht es von unserem Stand? Das ist mitten. So. Ja, gut. So, da müssen wir nicht mehr gucken. Web. Kann man ein Spinnnetz. Oh, Scheibenkleister, das kann ich nur mit dem machen. Den haben wir noch nicht. Ja, genau den brauche ich nämlich. Und dafür brauche ich die Enderperlen. Das ist dann natürlich blöd. Dann sterben die hier wirklich durch Fallschaden. Ne? Ich könnte höchstens. Das ist eine gute Idee. Habe ich noch eine Schere? Obwohl, nee. Weiß gar nicht. Werden die durch eine Leiter gebremst? Ich glaube schon. Nee, die werden komplett abgebremst durch eine Leiter. Das ist ärgerlich jetzt. Wie machen wir das denn jetzt? Okay, das Wasser muss aber erstmal raus. Das ist jetzt egal. Da führt kein Weg dran vorbei. Das Wasser muss raus. Das muss ich auf jeden Fall jetzt machen. Da werde ich jetzt mal schnell runterjumpen, das Wasser wegmachen und dann
Mache ich oben zu. Ist egal. Dann werden die jetzt erstmal durch Fallschaden sterben. Das ist halt so. Da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ende. So, dann hüpfen wir mal runter. Einmal hier. Danke. Whee, so, 1, 2, 3, 4. So, Wasser ist weg. Die Schilder mache ich jetzt nicht weg. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. So, dann gehen wir hier durch. Den machen wir hier weg. Nervt mich gerade. So, dann machen wir die wieder an. Ja, das Loch lasse ich halt, weil ich noch nicht den XP, obwohl den könnte ich mal gucken, ob der Sammler mittlerweile schon wieder geht. Dann machen wir jetzt oben zu und dann schauen wir, was passiert. Ich denke mal, viele werden jetzt durch den Fallschaden sterben. Da muss ich halt später gucken, wie ich das mache, sobald ich die Netze habe. Ja, gut, wenn da 3, 4 Endermen runterfallen und ich dann die Netze bauen kann danach, ist auch egal. So, machen wir erstmal hier dazu. Dass da jetzt keiner runterfällt. Dann machen wir hier einmal dazu. So, das wird jetzt eine Weile dauern. Ich werde jetzt doch mal eine XXL-Folge machen. Wir wollen hier, ich will jetzt nicht noch eine extra Folge dafür anfangen, wenn die Monsterfalle läuft. So, und für die paar Minuten, Sekunden, naja, für die halbe Minute werde ich jetzt auch nicht mehr beschleunigen dadurch. Das wäre unnötige Arbeit. Und ich möchte die Folge jetzt mit einem halben Erfolgserlebnis wenigstens abschließen, auch wenn das scheiße ist, dass die Monster unten, wenn die runterkommen, dass sie Fallschaden sterben könnten. Wie gesagt, ich brauche ja erstmal nur, dass die Endermänner droppen ja dann, glaube ich, die droppen ja auch so, wenn die Fallschaden sterben, glaube ich. Da müssen wir gucken. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ansonsten muss ich mir mal Gedanken machen, wie ich die andersweitig abbremsen kann. Ich könnte mit Redstone was bauen, dass da Klappen auf und zu gehen ständig in der Reihenfolge. Das wäre eine Möglichkeit, dass sie da einfach nur durchgeleitet werden durch Klappen. Das wäre eine Möglichkeit eigentlich, fällt mir gerade ein. Aber das wäre auch zu, oh, das wäre ziemlich viel Arbeit. Oh, 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 oh. Ich habe das Gefühl, es wird gleich dunkel, aber das ist jetzt erstmal piepegal, weil wir nicht mehr runter müssen. Und wenn drüben auf der Insel ein paar Monster spawnen, ja, ist es halt so. Können wir nichts machen. Ich habe zwar ausgeleuchtet, aber so wie es scheint, reicht es nicht so ganz. Da spawnen doch ab und zu mal doch noch ein paar Monster. Weiß der Geier wieso. Ich weiß, es gibt bei den Mods hier einen Tastenkombi, aber ich habe jetzt noch nicht geguckt, womit er anzeigt, in welchen Feldern nicht genug ausgeleuchtet ist. Also hier wäre jetzt knallrot alles. Das weiß ich. Aber das juckt mich auch nicht. So, wir sind eh gleich fertig. Also, na komm, gib Gas. Naja, wir nähern uns dem Ende. Ich bin immer gespannt, wie das, ob das gut funktioniert. Die werden ja dann alle runtergepusht. Und wenn ich dann irgendwann mal, glaube ich, Nerv und Zeit habe, das werde ich bei der neuen Monsterfarm dann machen, werde ich da das doch mit so machen, dass die Ventilatoren, die in eine Richtung pusten, sprich, dass die Ventilatoren dann hier rüber pusten in eine Ecke und dann hier so weiter und so fort, dass die einmal im Kreis gepustet werden, immer bis zum nächsten. Sobald die spawnen. Ach, was meine ich hier? Das geht doch so besser. So, müssen wir hier gleich noch ausleuchten. Ja, und dann haben wir es doch geschafft mit der Monsterfarm. Sehr schön. Dann schauen wir mal, ob die. Oh! Ich hoffe, dass kein kleines Zombie-Monster spawnt. Ich hoffe, dass kein kleiner Zombie gleich spawnt. Oh, das wäre nicht gut. Ich habe kein Schwert in der Hand. Ich habe die Spikes unten nicht mehr aktiviert. Scheiße. Und doch, habe ich die aktiviert oder? Doch, die habe ich aktiviert. Sehe ich doch gleich, wenn ich ins Loch gucke. Wenn ich die Diamantenfunkeln sehe, dann habe ich es aktiviert. Sollte doch aktiviert haben. Doch, habe ich. Oh Gott, ich habe so ein kurzer Gedächtnis manchmal. Das ist ganz schlimm, wenn ich auf Arbeit gehe und am Vortag gewaschen habe. Weil ich drehe immer die Waschmaschine ab, dass wenn ich weg bin, dass hier nicht am Ende irgendwie das Wasser läuft. Also ich wasche nur, wenn ich da bin, wenn ich es kontrollieren kann. Weil man hat ja, man kennt ja die Fälle, wo die Waschmaschine, der Schlauch geplatzt ist und ja, Land unter. Wenn ich dann zu Hause bin, kann das nicht mehr so schnell, kann das ja zum Glück nicht so schnell passieren.
So spart man sich auch den Wasserstopp. Und da ich keine Spülmaschine habe, ja, lohnt sich das da auch nicht. Bei mir ist alles noch per Hand in der Hinsicht. So, wäre auch, ich sag ganz ehrlich, für eine Person wäre das Unsinn. Also würde mehr Wasser verschwenden als nötig. Ich glaube, die Spikes sind draußen. Wenn nicht, sehen wir es ja gleich bei dem anderen. So, dann gehen wir jetzt. Die spawnen ja erst, wenn ich runtergehe. Ich bin ja noch zu nah dran hier. So, einmal hier komplett beleuchten, dass hier nichts spawnen kann, damit die Spawnrate auch sich nicht vermindert dadurch. Von mir aus mit Fackeln nicht sparen, das ist mir piepegal. Auf Fackeln raus hier. Habe ich noch genug Fackeln dabei? Natürlich nicht. Ich habe nur den einen Stack dabei. Naja, den halben Stack hier. Ja, aber das sollte reichen. So, wie gesagt, nicht sparen mit Fackeln hier oben. Das darf ruhig hier mal extrem ausgeleuchtet sein. Also ist piepegal, die werden eh. Ganz ehrlich, Fackeln ist auch kein großes Ding hier. So, dann gehen wir runter und dann gucken wir schnell nach den Spikes. Ach, die, halt. Das Wichtigste nicht vergessen. So, der ist an. Ja, weil sonst kommen die ja nicht darunter. Sonst bringt das ja alles nichts. Ich werde jetzt auch mal gleich die Flaschen rausnehmen, dass ich nur noch die Beeren im Inventar habe. Das ist echt nervig. So. Naja, komm, Futter. Schade, dass die Wirkung nicht länger anhält. So, und schnell runter. Jetzt müssten langsam die Monster anfangen zu spawnen. Na, na? Jetzt müsste doch anfangen zu spawnen. Na komm, spawnt. Ja, sind an. Okay. Oh, es geht los. Sehr schön. Da sind auch runtergefallen schon. Ja, sind alle an. Das funktioniert. Oh ja, die sterben mit Fallschaden zum größten Teil. Ja, zum größten Teil. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber wir kriegen wieder Level. Ja, aber es funktioniert halbwegs. Wie gesagt, ich brauche nur zwei Endermänner. Dann haben wir das Problem erledigt. Zwei Endermänner, die da runterknallen. Und die Sache ist erledigt. Oh ja. Ja, es funktioniert aber. Ich finde es so lustig, die Bouncing Creeper, die kommen hier ohne Fallschaden unten an, aber nur weil die am Springen sind. Ja, komm, zwei Endermänner, los, Leute. Das ist halt das Blöde, dass die oft so oft neben dran stehen und nicht runterfallen. Die laufen ja nicht so viel. Das ist ja das Problem. Das ist das Blöde. Ich glaube, ich muss da echt noch mal ein paar Fans hinter, dass die da hingepustet werden. Muss sie doch noch mal ein bisschen mehr optimieren. Aber zumindest sind wir auf der richtigen. Ja. Auf dem richtigen Weg. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Ich werde jetzt hier noch weiterbauen. Ich denke mal, ich werde doch noch mal ins Offline. Da werde ich es doch noch in der nächsten Folge machen, das nochmal optimieren. Ja, könnte spannend sein, wenn ich wieder aufmache. Ja, gut, das werden wir dann. Werde ich mal schauen. Gut, dann würde ich sagen. Oh, da geht's los. Die nerven aber wirklich. Auch das Holz nehmen wir mal raus. Das verstopft nur einen Slot. Oh ja. Auch gerne hier. Ja, gut, da werden wir. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.